Hallo und herzlich willkommen im LS19 auf der LBK Schwarzen Pumpe 1988 mit Tom, Tiger, Matze und mir, alter ihr. Miau. So, und jetzt hier mal ZZ, ne? Ja, Bleibt hier. hier. Und Komm, Sekretär halt, du. mitkommen, Ja, mitkommen, ach mitkommen, komm, ach ja, ach nee, mitkommen. ja, ich komm doch schon hinterher. Mann. Mann, ey. Alter Mann, Was es ist, geht dir Chef? zu. Der alte Mannschaftsleiter nicht übers Fass, oder was? Nee, das Ja, war ich muss. ich. Ach. Ja, ich habe ein bisschen festgehangen. Ich muss das wahrscheinlich mal hochdrehen oder querdrehen, dass mittel mehr Platz ist. Ja. So, hier. Was würdest Du du sagen, wolltest wir fangen an, die jetzt. zwei? Wir können auch uns trennen, also mir egal. Nee, nee, fünf. Die fünf Rapsernten und Tigert wollten Raps verkaufen. Und das, was wir abernten, bleibt dann ins Lager. Willst du Gut. dreschen oder was? Ist mir Ja, wir egal. können doch zu zweit machen, fix. Ja, und Matze, machst du da bitte Ja, einen Abfahrer? Ein Abfahrer das reicht. ist ja das gerade, was ich meine. Egal. Was? Du hast deinen MP-Truck gut. Alles Ja. klar. Nimm mir den unten da, ne? Aber die Putzkolonne ist am Wochenende aber auch nicht da gewesen, ne? Nee, nee. Nein, leider. Müssen wir auch noch mal zu Hat sprechen, also nicht von mal die daher. Kirche haben sie geliefert, ey. Ganz ehrlich, das ist. Schlimm ist Da das, ne? hat's schon geregnet heute Vormittag und da Ja, haben wir aber. den Drescher unterm Dach stehen gehabt, ey. So eine Mist, ey, dass es im LS19 nicht mal durchs Dach regnet. Ja, die Fahrzeuge werden ja eh nicht mehr sauber, wenn du so draußen stehen hast, glaube ich. Das nicht mal wie im 17er, dass durch Regen die Fahrzeuge sauber werden? Ich glaube nicht mehr, ne. Ach so. Ich könnte mich da jetzt auch täuschen, aber meiner Meinung nach, glaube ich, haben sie es rausgepatcht. Also, der Zettel stand hier draußen, der ist immer noch so rostig. Puh, wenn der Also, rostet, hat er zu viel Regen abgekriegt. der ist richtig braun. Beide Plan offen, ja. Achtung, Chris, ich bin hinter dir. Gut. Jo. Aber der Wachdienst war scheinbar da, weil ich weiß nicht, von euch hat doch bestimmt keiner die Tore hier zugemacht, oder? Nein, der muss da gewesen sein. Ah, perfekt. War nämlich ein Test von wegen, ob die. Nee, die hatten mir extra noch Bescheid gegeben, ob sie zumachen sollen. Heiko, bist du jetzt auf dem Weg zum Händler dann? Nochmal? Nee, wieso? Minute. Ich bin gerade schon am Befüllen. Achso. Falls jemand beim Händler vorbeikommt, kann er den ja mal auf den Tisch holen. Wo unser Kescher bleibt. Das ist nicht der Händler, der liefert, das ist Import. Ach so, ach so. Ist fest Ja gut, Import. das dauert wieder länger, das ja, das ist normal. Das weißt du doch. Ja. Kommt doch von Übersee. Das ist Ja. Schmuggelware. Die Oma hatte noch keinen Westbesuch genehmigt gekriegt. Solange wir keine 15 Jahre warten. Ach, ich bin. Ey, manchmal bin ich so berätig. Ne, jetzt gucke ich gerade auf der Karte, wo die scheiß Ölmühle ist, aber weiß jetzt ganz genau, dass die unten bei Feld 8 ist. Ja, War doch nur um die Ecke rum. weiß ich doch. Aber es ist auch manchmal das Kopf wie ein Sieb, weißt du doch manchmal. Ah ja. Upsala, selbst das Tor haben sie jetzt. Selbst das Tor hat noch keiner aufgemacht. Na gut. Das hat die Sekretärin letztens nach Dienstschluss noch wutentbrannt zugemacht. Hat gemeckert wie Sau, wer es wieder vergessen hat. Ah, jetzt. Hab gerade die richtige Schlüssel nicht gefunden. Ich hatte schon gerade. Ich hatte das falsche Schlüsselbund mit, aber. Passt. Ja, so weit bist du doch noch nicht. Wie war's, weit bin ich noch nicht? Meine Tom. So. Wollte mal mit dem Rohr winken. Mit dem Der Rohr blinken. hat den Winker gemacht. Ah, ich könnte mal zu Chris fahren. Ja. Da hat eine halbe Bahn mehr drin. Na,
Da haben wir irgendwie die Flucht vergessen. Ja. Ja, so ein bisschen links, ne? Da müsstest du vielleicht mal hinfahren, ne? Da stand da was, hast du gesehen. Ja, das habe ich doch schon weg. Ja, ist ja schön. So. Hol ich nochmal das Rohr raus. Oh. Muss glaube ich aufpassen. Oder hast du hier die Stelle schon gebügelt gehabt, Tom? Die hatte ich dort schon mal gebügelt. Probier's einfach mal, was passiert. Da weiß ich, dass ich dort nochmal drüber bin mit dem Bügeleisen. Jetzt weiß ich, was Tom am Wochenende macht. Ja, bügeln. Bügeln. Straßenbügeln. Nee, Felder bügeln. Oder so. Ja, klar, ich habe am Sonnabend und am Sonntag auch so um 9, um 10 schon am Rechner gesessen und habe mir die Map vorgenommen. Aber ihr habt recht, dadurch, dass der Server jetzt momentan so scheiße läuft, weil da gerade technische Probleme sind, ist doch ein bisschen laggy, ne? Ja, deswegen. Darum habe ich auch gesagt. Also irgendwie ist da was faul. Weil es kann nicht sein, dass wir so dermaßen stocken hier. Ja, wie ich schon sage, ich werde den auf jeden Fall dann morgen mal neu aufsetzen. So, mal gucken, ob das Problem behebt. Gut, Tommy, gib her jetzt das Ding da. Ach, jetzt soll ich das Rohr ausfahren. Ja, jetzt will er plötzlich an ein Rohr ran, ne? Jetzt kommt der Betteln. Nicht nur immer bei der Sekretärin das Rohr auspacken. Aha. Ja, hättest du mal sehen müssen. Nee. Es gibt Sachen, die will man nicht sehen. Also die Sekretärin, okay, aber Tom, nee. Nee. Also eben hört da der Spaß auf. Da war irgendwie wieder viel zu viel Kopfkino, wa? Ja. Ja, ich mache immer einen Durchstich. Och, warum fahrt er denn immer so rum? Warum? Weil wir es können. Ach so. Die restlichen Böhnchen auch mit. Matze, ich war... Ableiteträger. Ja. Ich wollte gerade sagen, Matze, ich bin leer. Ich kann nicht dafür einfach wegholt oder rausholt. Ich hab's extra nicht andersrum gesagt, es kommt nicht mehr, das hab ich extra vermieden. Aber wie gesagt, nochmal kurz mal angesagt, Leute, für die Zuschauer, wenn ihr seht, dass das hier gerade so ein bisschen rumzuckelt, das liegt nicht an unserer Internetleitung oder an unseren Rechnern, sondern das liegt daran, dass das Server momentan nicht ganz rund läuft. Aber da sind wir schon dran mit dem Support und versuchen das zu beheben. Waren das nicht die Sojabunden zu üben? Nee, die. Zu BHG, okay. Dann fahren wir noch einmal hoch zu BHG. Und was war oben in Händler Chris gewesen? Wegen Händlerfahren? Naja, wegen, ob die ist. Achso, ja, wegen dem Kirchner, ja, okay. Genau. Was er hier gesagt hat, ne, Export, ne? Ja, Import. Der Import, achso. Naja, West Export und hier Import bei uns. Irgendwie war das. Firma hieß ja auch so, ne? Irgendwie. Kriegt der Chris für grüne Bananen? Also nee, er wird zwei vorgenommen, scheißen. Also, der kriegt keine mehr. Doch, eine See mit der Banane, der kriegt da eine gleich. Na doch, jetzt weiß er ja, dass er den noch gelb werden lassen muss. Nee, krieg trotzdem keiner. Aus Prinzip für nicht. Ja, Chris, hast du verschissen, oder? Ja, dann ist es. Wo wir beim Thema wären, nein! Da hast du wenigstens eh mal in deinem Leben eine Banane gesehen. Ja. Weil rohrfrei brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist richtig. So. So, ich bin. Und denke dran, weiter. Da oben muss noch ein bisschen Duftkram hin, dass wir da oben wieder nutzen können. Matze, das Problem hat sich ja schon wieder gelöst. Die sind frei gehabt? Ja, nee, die sind ja ex. Nein, nur das. Hör doch jetzt mal auf jetzt!
sind da extra mit dem kranken Bagger angerückt, haben den Häuschen da weggenommen und haben erstmal den Schacht wieder ausgebaggert. Da kam eine ganz schöne Scheiße zusammen, sag ich dir. Da ist immer noch Geruch. Ja, den Geruch kriegst du auch nicht weg. Er hat sich ins Holz gefressen. Ganz schön gewaltig, meine Fresse. Ja. An Eros war es bloß noch da Überladewagen, glaube ich, der da. Ja, aber der. Ja, wie gesagt, ich. Will mich da morgen mal ransetzen. Irgendwas ist da. Ich habe da auch vielleicht eine Vermutung, dass da vielleicht irgendwie eine Mod vielleicht querschießt oder so, dass der die Auslastung so hoch treibt. Da steht da 100, über 100%, ne? An die 100% statt da, im roten Bereich steht da. Ja, sind 100%. Ich vermute mal, dass das der Frankhauser da Überladewagen. Den habe ich ein bisschen im Verdacht, weil das ging erst los, seitdem wir den drauf gemacht haben. Und der schmeißt auch noch ein paar Errors. Wir können ja nachher gerne mal runterschmeißen. Ja. Guck mal. Machst du hier drüben die Ecke und ich mach die Ecke, Tom? Ja. Ja, fahren wir nochmal eine Erdenrunde über den Händler, weil wir natürlich wieder zu weit gefahren sind durchs Gequassel. Das ist komisch, weil immer wenn ich zum BRG-Verkaufspunkt fahren will, ne, da verfahre ich mich immer. Ich weiß nicht warum. Verpasse ich immer die Einfahrt. Einfahrt? Solange du die Heimfahrt nicht verpasst. Da findet der Stall von alleine hin. Weil die hat er schon eingespeichert. Nötiger? Aber hallo. Weißt du, einmal Brüste ins Navi eingeben und schon bist du bei der Sekretärin. Was? Wie bitte? Was? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Lassen Sie euch mal auspacken. Mal ausfahren. Das kannst du halten wie ein Dachdecker, wenn du möchtest. Kannst du es gerne machen. Ich stoppe. So, 120.000, Mann, da haben wir sogar noch unseren Kundestand verdoppelt hier in der Folge, da lecko mio. Du, wenn du möchtest, könnte ich dir jetzt nochmal so 17.000 nochmal vorbeibringen. Unten zur Ölmühle. Und noch mehr. Was sagt denn der Preis? Ist da im Grün? Ja, die Zeit läuft auf 1, also von da springen die Preise da noch nicht so extrem. Mein ja nur, weil ich habe jetzt so 82% eigentlich gut Knete geben. Wenn der Preis gut ist, dann haut noch hinaus. Ich bring mal rüber. Was bringst du mal rüber? Bring's mal rüber. Dann bring's mal rüber. Haben doch schon gefragt. Kannst ja dann nochmal, vielleicht nochmal im Lager vorbeigucken, ob da noch ein bisschen Raps drin ist. Nimmst du das gleich noch mit? Da gebe ich dir eigentlich auch wieder recht, stehst du? Ich glaube nicht, dass ich alles weggekriegt habe. Boing! Komm, das Tor ist so klein. Hast du den Kopf nicht eingezogen? Oh, ey, ich fahre mir heute wieder den Dart zurecht hier. Ich will meinen Johnny haben. Aber ich glaube, Chris möchte uns was sagen. Warum? Tick-Tack. Oh, ist es schon wieder soweit? Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Hier wieder auf dem Feld mit Tom und den anderen. Wie, wir wollen weitermachen? Ach du Scheiße. Nicht, oder was anderes. Mal schauen, was die Sekretärin macht. Aber schaltet ein zur nächsten Folge, lasst einen Daumen da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt einfach drauf, euch passiert nichts. Für uns ist es gut. Danke euch. Tschüss. Und die Kombis nicht vergessen, bitte. Genau, und Kommentare. Ciao, ciao. 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 Ciao.